Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Zuletzt hatte er mit Äußerungen für Empörung gesorgt, Präsident Barack Obama sei Gründer der Terrormiliz Islamischer Staat, gemeinsam mit Hillary Clinton. Am Freitag bereits wollte er das so nicht gesagt haben, seine Äußerungen seien sarkastisch gemeint gewesen. In typischer Trump-Manier machte er dann einen Rückzieher vom Rückzieher, fügte hinzu, so sarkastisch seien seine Äußerungen nun auch nicht gemeint gewesen. Trump gerät zunehmend unter Druck. Clinton setzt ihm wegen fehlender Steuerunterlagen zu. Über die vergangenen Jahrzehnte ist es unter Präsidentschaftskandidaten eine Selbstverständlichkeit geworden, die eigene Steuererklärung offenzulegen, als Zeichen, dass der Kandidat nichts zu verbergen hat. Ehepartner inklusive. Hillary Clinton und ihr Mann Bill haben das nun getan. Donald Trump hingegen hat seine Erklärung trotz Ankündigung nicht publiziert. Wozu auch, sagte er am Freitag in Pennsylvania, er habe ja nichts zu verbergen. Trump-Kritiker vermuten, dass die Steuerlast des Immobilientycoons und Milliardärs erschreckend gering ausfallen könnte. Das wäre seiner Wählerzielgruppe, den Arbeitern und Angestellten, nur schwer zu vermitteln.